So, Jiří Lala war Nummer 1 in der Statistik. Er führt auch mit 24 Treffern die Torschützenliste an. Dazu 23 Vorlagen, das heißt auch Platz 1 in der Scorerwertung. Und das, obwohl er 9 von 29 Spielen verletzt war. Jiří Lala, das Prunkstück der ersten Mannheimer Reihe, ist der Superstar der Eishockey-Bundesliga. Und Frank Schlageter porträtiert ihn. Der Mann ist unbestritten eine internationale Eishockey-Delikatesse. Seine Bescheidenheit und sein ausgeprägter Teamgeist aber machen ihn auch menschlich so wertvoll. Kannst du alles ein bisschen leichter lernen oder so, wie sagt man das? Aber Talent brauchst du, es ist normal. Aber dahinter steht harte Arbeit, sehr harte Arbeit. Dann kommt Erfolg. Jiří Lala ist Ausländer und das beschäftigt ihn neben dem Sport derzeit am meisten. Jedes Land hat gute Leute und schlechte Leute. Die Leute arbeiten auch Ausländer. Deutschland braucht auch Ausländer. Für Arbeit, für gute Arbeit, auch für die Arbeit, welche ist nicht so gut. Es ist normal, jedes Land braucht Ausländer. Aber was läuft jetzt hier, ich verstehe das nicht, ne? Weil Deutschland, ich sage, Deutschland braucht auch Ausländer haben. Vater, das war so richtige Mann für uns, ne? Und die Mutti, Mutti war wieder so ein bisschen leicht, ne? So, die hat geweint und so, wie Mutti. Aber Vater war richtig hart, ne? Da hatte ich Angst. Ja, das ist für mich das Wichtigste, ne? Weil ich liebe ihn, der liebt mich und wir haben sehr guten Kontakt, wir verstehen uns gut. Aber selbst Genies sind vor privaten Bodychecks nicht geschützt. Die Karriere im Westen kostete die Ehe im Osten. Ich bin nach Deutschland gegangen und die Ex-Frau, die wollte da in Tschechien bleiben und das kann ich so gut verstehen, wenn du bist in einem anderen Land und musst du einmal in dem Monat besuchen oder so. Und dann nach 2 Jahren war das halt so. Ne? Die Hauptsache oder das Wichtigste ist, ich muss verstehen, meine Arbeit, mein Eishockey. Weil es ist nicht einfach, weißt du, so kommst du manchmal mit schlechter Laune und jetzt zu Hause, was bla bla bla, dann es ist nicht gut. Er macht das Geschirr mit mir oder mal alleine, er kocht auch für mich und macht auch ein bisschen den Haushalt. Sehr gute, wichtige Freunde habe ich nicht so viel.